Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen Martingale EA Trading Update Mensch versus Maschine. Ja, der Euro-Dollar im Sinkflug. Wie lange geht's denn noch weiter mit der Euro-Dollar-Bass? Das ist natürlich die große Frage. Wir hatten das letzte Mal, als wir berichtet haben, war es letzten Mittwoch, vorletzten Mittwoch, Entschuldigung, am 9. Mai. Und da war gerade mal so ein Tiefpunkt erreicht. Wir sehen es hier so um die 1, zwischen 1,18 und 1,1850. Und dann kam eine erstmal starke Swing-Gegenbewegung auf fast 1,20 hier hoch. Und die hat unserem Martingale Klassisch EA sehr gut getan. Wir sehen es hier im Maschinekonto, wo wir Euro-Dollar handeln, nur mit 100 Pips. Take-Profit und Nachkaufabstand, aber in beiden Richtungen parallel, also Long und Short parallel. Dem hat es ganz gut getan. Wir waren hier, das war die 0,04er Position, also die dritte Verdoppelung schon. Und die ist dann hier ins Take-Profit gelaufen. Wir sehen es, waren hier in einem Drawdown noch drin. Vor 2009 ging es runter auf 1940 und jetzt sind wir wieder auf 2035. Neuer Höchststand, seitdem wir hier diesen Martingale Klassisch Netto EA laufen haben, die Version 2.00. Und ja, dann in Anschluss an diese Gewinnmitnahme Long sind wir in die Short-Position reingegangen, die dann auch ins Take Profit lief. Das ist natürlich schön und danach ging es nochmal weiter runter, bis wir erst wieder die neue Position, die erste neue Netto-Long-Position aufgemacht haben. Und da sind wir aktuell mehr oder weniger auf plus minus 0. Hier, wir sehen es, 5 Cent im Minus ist diese Position. Seit Eingehen ging es mal ein bisschen hoch, ging es mal ein bisschen runter und jetzt sind wir so ungefähr auf Einstiegsniveau. Ja, diese Euro-Dollar-Bewegung, wenn wir es uns schon länger betrachten, seit Mitte April geht es schon bergab. Ja, woran liegt's? Kann es noch weitergehen? Das sind die großen Fragen. Woran liegt's? Ist eigentlich ganz klar, ziemlich deutlich. Im Dollarraum wurden die Zinsen erhöht und von Fed-Chef Powell, der hat natürlich auch noch weitere Zinserhöhungen im Blick, so zumindest die Markterwartung. Und er hat es ja auch im Prinzip indirekt angekündigt, weil die Wirtschaft gut läuft, die Inflation hat angezogen. Also müssen wir schauen, dass die Wertstabilität des Dollars beibehalten wird und damit werden die Zinsen erhöht. Und ja, im Euroraum ist genau das, ja, oder ist es eben nicht der Fall. Unser EZB-Chef Draghi hat eher Zweifel aufkommen lassen, ob wir wirklich aus dem Quantitative Easing aussteigen. Hat definitiv nichts in Richtung Zinserhöhung angekündigt und damit sind die Schleusen offen für eine Dollarstärke. Es ist auch nicht wirklich eine Euro-Schwäche, ein bisschen, aber wenn man schauen Sie sich andere Charts an, Euro-Pfund oder Euro-Yen, ist nicht wirklich ein Euro-Abwärtstrend. Also ist es wirklich eine Dollarstärke, die hier querbeet. Auch gegen den Yen ist der Dollar stark, gegen das Pfund ist der Dollar stark. Und damit, ja, ganz klar, die Triebkraft sind die angezogenen Zinsen im Dollarraum. Ja, somit sind wir jetzt hier erstmal im Martingale EA in einer Position unterwegs und warten im Prinzip, dass die Buy-Seite, aber auch die Sell-Seite wieder neu aktiviert wird. Wir haben hier ja ich zeige es Ihnen mal bei den Einstellungen. Hier haben wir den Nachkauf D1MA Reaktivierung mit 5 Perioden eingestellt. D1MA ist der Moving Average, also der gleitende Durchschnitt auf Tagesbasis, D1 Tagesbasis und mit 5 Perioden eingestellt. Also geht es um die 5-Tage-Linie, die hier gekreuzt werden muss, damit nach einem Deal-Einstieg wieder ein Deal geschehen darf, wieder ein Deal nachgekauft oder auch überhaupt gekauft werden darf. Und das ist halt im Moment noch nicht der Fall. Wir sehen es hier, wird es auch im Chart angezeigt. Der D1 immer lässt neue Deals noch nicht zu, weder Buy noch Sell. So viel zum Maschinekonto. Das liegt also schön im Plus im Wochenvergleich. Von 1940 geht es auf 2035.
Ich zeige es Ihnen eben mal hier auf in unserem Tracking-Sheet. Haben wir schon die Zahlen drin. 2035, hier ist das neue Equity-Stand und die blaue Kurve damit nach oben auf neuem Höchststand seit dem Reißleine-Event, die wir ziehen mussten, um Schlimmeres zu verhindern. Ja, Anfang Februar. Und seitdem sind wir wieder gut auf Aufholjagd in Richtung 100er Marke, in Richtung Anfangsstand. Wir sehen es hier bei indexiert bei 95,59% vom Anfangsstand. Beim Mensch-Konto haben wir auch einige Gewinne gemacht. Hier sind wir mit 15 Euro im Gewinn im Vergleich zur Vorwoche. Allerdings ist das natürlich nicht ganz so viel wie beim Maschine-Setup. Wir sehen es hier, die rote Linie geht auch nach oben, ist allerdings nicht so steil wie die blaue Linie. Woran liegt's? Hier sind wir natürlich, wir schauen uns das hier gleich an. Wir sind ja bei Euro-Dollar nur im Long-Bereich unterwegs und aktuell, das ist die Einschätzung unseres Mensch-Konto-Managers Mike Schober. Und damit lag er natürlich jetzt hier einigermaßen falsch. Wir sehen es hier noch die Reißleine, die letzte Woche gezogen wurde. Und ja, seitdem haben wir zwar einmal hier eine Gewinnmitnahme, beziehungsweise ein Gewinnraster wurde nach oben geschoben hier, das ist die Nettoposition. Allerdings sind wir da jetzt, hatten wir keine Chance, auch nach unten Gewinn mitzunehmen. Deswegen aktuell das Maschine-Setup, in dem wir ja in beide Richtungen aktiv sind, einfach die bessere Wahl. Und dann gleichzeitig ist er auf Euro-Schweiz Short und hat da natürlich gute Gewinne mitnehmen können. Hier zwei Positionen waren offen. Hier die erste, die in den Take-Profit lief, und die zweite Verdoppelung, die hier auch in den Take-Profit lief. Also hier ging es gut, hat es ein paar Euro gut gemacht. Im zweiten Setup genauso. Hier können wir uns anschauen. Hier sind wir in diesem Moment short gegangen und hier kam die Gewinnmitnahme. Das ist gut, das war auch dringend mal wieder nötig, um eben die Euro-Dollar-Verluste ein bisschen abzufedern. Ja, und dann schauen wir eben, was die Euro-Dollar-Bewegung weiter macht im Moment. Spricht einiges dafür, dass es weiter nach unten geht. Der Trend ist einfach intakt. Wir bräuchten erstmal wieder eine starke Neuigkeit aus Euroland oder eine schwache aus dem Dollarland und dann entsprechende Reaktion des Marktes darauf, dass wir wirklich der Trend als gebrochen erscheint. Warten wir es ab, was kommt. Ihnen alles Gute für Ihre Tradingwoche. Ihr Christoph Enzlin von MindfulFX, Ihr EA-Programmierer.